Technik für ein einfaches Meerwasser-Aquarium. Aha, das könnte auf jeden Fall für uns wahrscheinlich somit das wichtigste Video sein und damit auch gleichzeitig der nächste und eigentlich auch erst richtig erste Schritt für die Meerwasser-Aquaristik. Na, so, Geht es guck um die mal rein. Ver In diesem neuen Meerwasservideo geht es um die verwendete Technik, die ich hier eingesetzt habe, um mein Meerwasseraquarium aufzubauen und mit der ich dir einmal so ein bisschen den Tipp geben möchte oder so eine Anleitung geben möchte, was du an Technik in deinem Meerwasseraquarium wirklich brauchst und was nicht. Das ist sehr gut und ein sehr wichtiges Video. Wir wissen zwar jetzt nicht, ist das jetzt perfekt vom Wissensstand, weil wir wissen ja, Tobi hat super viel Aquascaping gemacht, probiert sich auch da anscheinend gerade an seinem ersten Meerwasseraquarium. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht jedes Wort unbedingt einfach immer auf die Goldwaage legen, weil erstens macht man Sachen ja immer oder gibt es oft verschiedene Möglichkeiten, wie man etwas umsetzt. Aber er ist jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie schon 10 Jahre in der Aquaristik drin ist, sondern er wird sich das halt angelesen haben. Aber er spricht da noch nicht so vermutlich aus wirklich eigener Erfahrung. Deswegen ist aber mal gut, jetzt als ersten Ansatz auf jeden Fall sich das mal reinzuziehen. Ja. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, Moin, dem deutschen Tobi. Aquascaping-Kanal. Und heute geht es wieder um Meerwasser. Und zwar um die Technik, die du brauchst, um so ein Meerwasserbecken zu betreiben. Denn die Technik ist schon sehr unterschiedlich im Vergleich zum Süßwasseraquarium. Das ist nämlich das Thema. Irgendwie macht es jeder anders. Allerdings, und das möchte ich auch immer vorweggeben, ist die Technik nicht unbedingt das, was ein Meerwasseraquarium teurer macht als ein Süßwasseraquarium. Denn die Preise sind durchaus vergleichbar, je nachdem, was man da an Technik bezieht. Der Besatz ist eher das, was ein Meerwasseraquarium teurer macht. Aber bleiben wir beim Thema Technik. Ich möchte dir einmal vorstellen, was ich hier konkret jetzt benutze und dir aber auch so ganz generell mit auf den Weg geben, was du brauchst, damit ein Meerwasseraquarium funktionieren kann. Du hörst es auch wahrscheinlich so ein bisschen an der Geräuschkulisse im Hintergrund. Aha, und das hört sich so an, als wäre das ein bisschen lauter, aber wie wir eben ja von Manuel in einem anderen Video erfahren haben, der auf unser Video reagiert hat, beziehungsweise auf mein Video reagiert hat, der hat gesagt, man kriegt ein Meerwasseraquarium auf jeden Fall auch nahezu lautlos hin. Das Meerwasseraquarium ist ein bisschen lauter als das Süßwasseraquarium. Und das ist direkt der erste Punkt, den wir hier einmal aufnehmen können. Und das ist der Abschäumer. Ich mache den jetzt einmal aus, damit es ein bisschen ruhiger ist. So, besser. Also, der Abschäumer. Okay, da war wahrscheinlich ein Schnitt. Das ist dieses Ding hier oben, beziehungsweise dieser ganze Kasten hier, sieht eigentlich in meinem Fall so ein bisschen aus wie ein Innenfilter, der aber oben aus dem Becken rausguckt und halt so eine Einheit hat zum Absaugen der Oberfläche. Also funktioniert so ein bisschen wie ein Skimmer. Ein Abschäumer ist dazu da, um Eiweißrückstände aus dem Wasser zu entfernen. Das ist etwas, was normalerweise nicht passieren kann. Also auch im Süßwasser gibt es durchaus Eiweißrückstände, zum Beispiel von Kot und so weiter, die aber aus dem Wasser durch Wasserwechsel entfernt werden. Im Meerwasseraquarium ist es so, dass wir weniger Wasserwechsel machen, oder wenn wir Wasserwechsel machen, sind die nicht ganz so groß. Aber wir müssen dafür sorgen, dass diese organischen Abfälle wegkommen. Und dafür ist ein Eiweißabschäumer gedacht. Ein Eiweißabschäumer kommt auch tatsächlich aus der Wasseraufbereitung, also aus der Trinkwasseraufbereitung. Wie funktioniert so ein Ding? Da drin sitzt eine Luftpumpe, beziehungsweise das Ding zieht über Unterdruck, in meinem Fall Luft hier von außen an. Und diese Luft wird ganz, ganz, ganz fein geperlt. Also wie als wenn die durch einen Ausströmerstein zum Beispiel rauskommt, der ganz, ganz fein ist. Wie so ein CO2-Diffusor im Endeffekt. Und an dieser Luft, die dann im Inneren des Abschäumers nach oben steigt, heften sich Moleküle an durch Adhäsionskräfte. Und diese Moleküle, das sind tatsächlich durch Adhäsionskräfte, ja. Genau diese Fettverbindung, diese Proteinverbindung, die wir raushaben wollen, heften sich also an dem Schaum an. Der Schaum steigt hier im Inneren nach oben, bis er hier oben am Deckel ankommt. Und dort schlägt er sich sozusagen nieder. Und die Flüssigkeit mit den Proteinverbindungen, die suppt hier so langsam raus und in diesen Topf rein. Das ist der sogenannte Abschäumertopf. Dort lagert sich dann eine Flüssigkeit ab. Man kann das hier auch schon sehen, da ist wieder so ein guter Zentimeter drin. Das ist schon eine sehr bräunliche, etwas zähere Flüssigkeit als Wasser. Das ist der Schmutz. Schmutz ist das. Das ist nicht unbedingt appetitlich, das Zeug, weil da sind wirklich die ganzen Eiweißverbindungen drin, die halt man eben als Dreck aus dem Wasser raushaben möchte. Zum Beispiel Kott. Kott ist da drin. So ein Eiweißabschäumer ist etwas, was in der Regel nur in Aquarien benutzt wird, in Meerwasseraquarien, die stark besetzt sind. Dann ist er auf jeden Fall wichtig. Man kann ein Nano-Aquarium, wie das hier noch eins ist, was wenig Fischbesatz enthält oder gar keinen Fischbesatz enthält. Das ist ein Nano-Aquarium. Wie viel Liter hat das denn? Wisst ihr, wie viel Liter sein Aquarium hat? 100 Liter, okay. Das ist ja schon eine ganz gute Größe. Ich glaube, mir wurde gesagt, so ab 150 Litern, glaube ich, fängt man erst wirklich mit Fischbesatz an. Das heißt, der Tobi hat wahrscheinlich auch nicht vor, hier Fische reinzupacken, oder?
nur sehr kleiner. Ich glaube, man fängt erst mit 150 Liter an, ne? Kann man auch ohne Abschäumer betreiben. Ich habe mir aber überlegt, dadurch, dass ich kein Technikbecken verwende, wo eine Filterung stattfinden kann, ist das sozusagen mein Filterersatz. Ah, okay. Also er hat nicht noch ein zweites Becken unten im Schrank stehen, sondern er hat dieses Ding und es ersetzt den Filter, hat er ja gerade selber gesagt. Und der Vorteil in meinem Fall bei dem Tunze, den ich hier einsetze, der hat eben auch den Oberflächenabzug mit drin, sodass das Ganze gleichzeitig ein Skimmer ist und die Oberfläche sauber hält. Wie gesagt, beim Nano musst du ihn nicht einsetzen, er ist aber immer eigentlich eine gute Idee. In einem größeren Becken ist er eigentlich Pflicht. So, Thema Filter habe ich gerade schon angeschnitten. Filter sind im Meerwasseraquarium etwas, was wir so nicht verwenden, zumindest nicht so wie im Süßwasseraquarium. Weil ich richtig, wenn ich richtig verstanden habe, unter anderem auch wirklich das Lebendgestein, sagen wir einfach mal das Gestein, auch schon so eine Art Filter eigentlich des Aquariums ist, glaube ich, habe ich richtig verstanden, oder? Im Süßwasseraquarium ist der Filter ja in erster Linie auf Ansiedlungsfläche für die ganzen nitrifizierenden Bakterien. Das ist im Meerwasseraquarium der Riffaufbau selbst, ja, okay. Die Steine. Das ist unser Filter. So meinte ich das auch. Filter und nicht der Filter im Endeffekt. Es gibt auch Filter für Meerwasseraquarien. Wenn du ein Technikbecken verwendest, dann ist da eigentlich auch immer irgendwo eine Filtereinheit drin. Und auch ich habe zum Beispiel hier noch einen sozusagen Innenfilter, den ich hier reinsetzen könnte. Die Filter im Meerwasseraquarium werden aber eigentlich nur benutzt, um Trübungen und Schwebstoffe rauszufiltern. Das heißt, sie sind immer besetzt mit einer sehr feinen Wolle, also mit einem sehr feinen Filtervlies, und dann filtern sie eine Woche lang Schwebstoffe raus, dann kommt die Watte weg, kommt neue Watte rein und so weiter. Denn wir wollen im Meerwasser nicht, dass sich Bakterien im Filter ansiedeln. Das würde mich jetzt interessieren, warum? Denn die Bakterien sollen alle hier im Stein im Becken sitzen. Ein Filter im Meerwasseraquarium kann aber durchaus dann benutzt werden, wenn du zum Beispiel Probleme mit... Okay, warum hat er jetzt nicht gesagt, aber anscheinend ist es wichtig, dass die Bakterien in den Stein selber sitzen, okay. Im Becken sitzen. Ein Filter im Meerwasseraquarium kann aber durchaus dann benutzt werden, wenn du zum Beispiel Probleme mit bestimmten Nährstoffen hast. Denn dann kannst du den Filter gut verwenden, indem du dein Filtermaterial einsetzt, was entsprechend Nährstoffe sozusagen rausfiltert. Es gibt da beispielsweise von Arca eine ganze Menge, die haben dann Phosphat out, Nitrat out, Ammoniak out. Man kann natürlich auch über Kohle filtern, wenn man noch irgendwelche chemischen Verbindungen raushaben möchte. Also der Filter im Meerwasseraquarium ist wirklich eher so eine Art Ergänzung der Filterung der Steine, wenn du Probleme hast, wenn irgendetwas raus muss, was innerhalb des Aquariums jetzt so nicht raus kann. Dann ist es wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie dieser eigentliche, dachte ich, Fließbettfilter, der, den ich mit F anstatt mit V oder so geschrieben habe. Diese Röhre, und da füllt man dann einfach irgendwie was rein, in manchen Fällen, was dann dem Wasser etwas entzieht. Oder man arbeitet halt mit Mitteln oder irgendwie sowas und so, aber grundsätzlich, okay, geht's eher um das Rausfiltern von irgendwelchen anderen Sachen und nicht jetzt um das Reinigen von Kotrückständen oder sonstigem. Oder vor allen Dingen geht's auch nicht um eine Bakterienansammlung, das ist ja dann noch viel wichtigere Punkt eigentlich in der Süßwasseraquaristik. Dann wird eigentlich ein Filter ganz gerne eingesetzt. Ich fahre dieses Becken hier vollständig filterlos. Ich benutze eben stattdessen einfach nur einen Ausschäumer. Der Abschäumer beinhaltet aber übrigens keinerlei Filtermaterial. Also in diesem Kasten ist nichts drin. Keine Watte, kein Filtermaterial, kein gar nichts. Der ist leer. Jetzt würde mich interessieren, muss der im Aquarium sein? Ist ja jetzt nicht unbedingt das schönste Ding. Kann man das nicht irgendwie... Gibt es da nicht die Möglichkeit, dass man das irgendwie auch unter das Aquarium setzt? Doch, müsste es eigentlich, oder? Als ich mit Thomas zusammen mir dieses komische Komplettset da angeguckt habe, was irgendwie unter dem Aquarium stand, da war doch der Abschäumer unter dem Aquarium im Schrank selber, ne? Weil, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil fände. Ich verzichte immer gerne auf jegliche Technik nach wie vor auch in einem Aquarium. Ja, im Technikbecken, ja. Okay, dann bräuchte man halt ein Technikbecken. Ist jetzt die Frage, warum er jetzt sich nicht für ein Technikbecken entschieden hat. Finde ich eher untypisch, weil er ist auch eigentlich, soweit ich das zumindest aus dem Aquascaping kenne, jemand, der nicht so gerne eben Technik im Aquarium selber sieht. Da kommt einfach nur die Luft rein und das ist sozusagen der Reaktionsweg, den die Proteinmoleküle vornehmen, wo sie sich dann an der Luft anhaften können. Ja, ganz easy. Ist eigentlich genau andersrum wie bei einer CO2-Anlage, wo man halt CO2 reinspült irgendwie und im besten Fall ist der Weg der Bläschen so im Aquarium sehr lang. Also am besten hat man halt den CO2-Diffusor relativ weit unten, damit die Bläschen auf dem ganzen Weg von unten bis nach oben viel Zeit haben, sich sozusagen im Wasser zu lösen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber ich glaube schon. Und in dem Fall ist es jetzt wahrscheinlich genau das Gleiche, nur andersrum. Das sind die Bläschen und die brauchen im besten Fall wahrscheinlich viel Zeit im Wasser selber, um dann diese Stoffe an sich zu heften. Und die werden dann nach oben sozusagen dann ausgespült. Ist interessant, ist cool. Wusste ich gar nicht, dass das passiert, dass da so eine Reaktion überhaupt stattfindet. Aber da ist nichts weiter drin, was irgendwie filtert.
So, wenn ich schon keinen Filter... Und sehr geil, dass das Ding einfach nur mit normaler Luft funktioniert, nicht wie bei einer CO2-Anlage mit irgendeinem anderen Stoff, wie zum Beispiel CO2, was man da nachfüllen muss. Also anscheinend machst du ja nur Strom an und der Rest läuft von alleine. Den die Proteinmoleküle vornehmen, wo sie sich dann an der Luft anhaften können. Aber da ist nichts weiter drin, was irgendwie filtert. So, wenn ich schon keinen Filter habe, im Süßwasser ist ja der Filter gleichzeitig auch die strömungsgebende Einheit, aber im Meerwasser brauchen wir ganz andere Massen von Strömung. Ja, also Strömung ist im Meerwasser viel, viel wichtiger, weil die Strömung ist das Einzige, was bleibt, damit nämlich die Filterbakterien, die hier in unserem Stein sitzen, in unserem Riff sitzen, auch die ganze Zeit die Möglichkeit haben, das Wasser zu filtern. Es muss eben auch komplett da durchgedrückt werden. Und deshalb fahren wir im Meerwasser sehr viel höhere Strömungen. Außerdem mögen viele der Fische und viele der Korallen generell höhere Strömungen, als es im Süßwasser der Fall ist. Als Strömungspumpe setze ich bei mir eine Tunze Nanostream 6055 ein. Das ist die elektronisch geregelt werden kann. Ich habe dazu hier im Unterschrank eine kleine elektronische Steuereinheit und mit der kann ich halt noch so ganz viele verschiedene Effekte fahren, was im Meerwasser tatsächlich auch manchmal Sinn macht. Also die Pumpe läuft nicht einfach nur und produziert und schiebt Wasser hin und her, sondern in meinem Fall pulst die Pumpe alle 2 Sekunden. Das heißt, 2 Sekunden lang fährt sie auf einer niedrigen Geschwindigkeitsstufe, 2 Sekunden auf einer höheren. Hört sich für mich erstmal so an, als würde das sich auch in der Lautstärke widerspiegeln, aber wie wir ja in dem letzten Video erfahren haben, muss es das anscheinend nicht zwangsläufig. Wieder auf einer niedrigen, 2 wieder auf einer höheren. Das ist eine sogenannte Wellenschlagsimulation. Dadurch werden die Strömungsverhältnisse im Meerwasserbecken so simuliert, als ob Wellen über das Riff laufen würden. Und manche Korallen wollen das explizit haben, beziehungsweise denen geht es bei so einer gegenläufigen Strömung wesentlich besser, als wenn man einfach nur eine kontinuierliche Strömung da drin hätte. Man kann auch so Geschichten fahren wie 2 von diesen Pumpen benutzen, gegenläufig aufstellen und gegeneinander pulsen lassen. Dann hat man sozusagen eine Ebbe-Flut-Simulation, wo wirklich Wasser in die eine Seite gedrückt wird, Wasser in die andere Seite gedrückt wird. Also man kann in einem Meerwasser-Aquarium mit Strömungspumpen wirklich eine ganze Menge Spaß haben und eine ganze Menge cooler Sachen aufbauen. Finde ich auch geil. Hört sich an, als würde es Spaß machen, ein bisschen Strömung machen. Ich habe es hier, wie gesagt, ziemlich simpel gehalten, einfach mit einer Strömungspumpe und einer Pulsströmung, bei der ich aber trotzdem schon sehe, dass es wirklich verschiedene Strömungsbereiche hier im Becken gibt und die Korallen da anders drauf reagieren. Die Pumpe sitzt hinten rechts bei mir in der Ecke und strahlt gegen die rechte Seitenscheibe. Das bedeutet, im Endeffekt habe ich eine Ringströmung, die hier entlang läuft, hier wieder zurückläuft und dann nach vorne wieder losgeht. Durch das Pulsen bekomme ich aber hier in der Mitte eine gegenläufige Strömung. Weil das Wasser, was hier an der Frontscheibe entlang läuft, bricht sich hier an dem Riff. Oben läuft es weiter rum, geht also die Ringströmung weiter. Unten fällt es aber ab und wird zurückgezogen durch das Wasser, was von oben nachläuft. Das heißt, ich habe hier in diesem Bereich eine ringförmige Strömung in die entgegengesetzte Richtung, was man hier gut an der Xenia unten erkennen kann, die nämlich nicht in diese Richtung sich bewegt, was sie normalerweise tun würde, wenn sie in der Strömung stünde, sondern in die Richtung sich bewegt, weil eben hier diese gegenläufige Strömung stattfindet. Wollte ich gerade sagen, das ist halt super geil an den Korallen, die besonders viel Bewegung zeigen. Man sieht das ja total, wie die sich bewegen. So, beim Süßwasser hat man da schon ein bisschen mehr Probleme mit, das so fein zu sehen, wie ist jetzt hier eigentlich die Strömung. Aber da die Korallen alle so kleine, feine... Wie heißt es denn? Polypen sind es in dem Fall? Sind es denn in dem Fall wirklich Polypen? Vielleicht ja, haben. Sieht man so richtig krass die Bewegung im Wasser. Das ist eigentlich ein ganz cooles Tool auch. Sehr, sehr spannendes Thema, Strömung im Meerwasser-Aquarium. So, und ehrlicherweise war es das mit der Technik. Mehr braucht... Was? Nur ein Abschäumer und Strömungspumpen und das war's? Nein. Really? Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb er den Abschäumer im Aquarium hat, weil das so simpel wenig Technik ist, dass es irgendwie auch cool ist, dass das oben ein so ein Paket ist. Ich meine, gut, da kommt natürlich jetzt noch Licht mit dazu. Aber das soll alles gewesen sein. Okay, weil wir gucken mal weiter. Also irgendwie, das Video geht ja noch ein bisschen länger. Irgendwas muss ja noch dazukommen. Brauchst du nicht, um ein Meerwasser-Aquarium betreiben zu können. Krass. Du brauchst eine Strömungspumpe. Du brauchst ja noch nicht mal, wenn wir jetzt bei Nano-Meerwasser... Nicht mal ein Abschäumer, stimmt. Der hat ja gar keine Fische drin. ...Becken bleiben. Du brauchst ja noch nicht mal einen Abschäumer, sondern das, was du wirklich, wirklich, wirklich brauchst, ist eine Strömungspumpe. Krass. Du musst Bewegung in das Becken reinkriegen. Und das war's. Wenn du das Becken auf einem sehr einfachen Niveau und ein sehr kleines Becken betreiben willst. Das mehr brauche ich nicht für mein Box-Aquarium, oder was? Das ist ja krank. Und ich sehe da, gehe da mit Thomas in den Laden, sehe so Filteranlagen, irgendwas für Kalkreaktoren, Abschäumer. Gut, da ist jetzt ein Abschäumer, okay, aber ja, das ist
Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Dann geht das so. Lampe kommt natürlich noch dazu. Lampe ist aber auch nochmal ein Thema für sich, wo wir auf jeden Fall auch nochmal ein separates Video drüber machen werden. Vor allem auch bezüglich auf die Frage, warum ist das Licht in so einem Meerwasser-Aquarium eigentlich immer so blau? Denn das hat gute Gründe. Ein guter Grund ist bereits, es sieht mega geil aus. Und das ist ein wichtiger Grund. Denn du siehst hier, dass viele der Korallen fluoreszieren. Die leuchten aus sich raus. Das tun sie aber nur unter deutlich blauem Licht. Ich habe hier in meinem Fall eine Daytime Pendix drüber hängen. Das ist jetzt ein Pendix mit 9 Modulen. Die macht also 90 Watt. Ich habe die aktuell so bestückt, dass ich hier viermal das Ultra Blue White Modul 3:1 drin habe. Also Verhältnis 3:1 von blauen zu weißen LEDs. Dann viermal das Sunlight Marine Modul und einmal das Ultra Blue Red White, also das UWRW Modul, wo auch rote LEDs mit drin sind, die nämlich jetzt gerade noch so einen leichten Farbeffekt erzeugen in diesem Fall. Jetzt gerade ist auch tatsächlich Blauphase, das bedeutet, weiß ist komplett rausgedimmt und ich betreibe das Becken jetzt nur mit den blauen LEDs, mit den UV LEDs und mit den roten LEDs. Also für mich sieht es jetzt auch so aus, wir haben jetzt leider nicht komplett das ganze Thema gesehen und den ganzen Einstieg, aber für mich sieht es ja so aus, als hätte er hier LPS, ne? Also es geht jetzt gerade relativ viel um Blautöne und so. Ich verstehe zwar nicht, warum er jetzt dann doch helle Farben drin hat, aber das hier ist ja wohl Safe Call, und da könnt ihr mich gerne berichtigen, ist ja wohl Safe Call LPS, oder? Das sind doch sehr große Polypen, das ist doch keine kleine Polype hier. Bei der, ach, das ist wieder so eine Xenie, ne? Da wo gesagt wurde, das kann sich auch schon mal ganz gerne quasi wie so eine Plage ausbreiten. Da muss man mit vorsichtig sein, das ist wahrscheinlich nochmal ein Thema an sich, wobei es mit Sicherheit, wenn auch wahrscheinlich eher LPS ist, denke ich mal, ne? Und auch das hier oben sieht mir nach LPS aus. Also, so wie ich das sehe, hat er sich für LPS entschieden, richtig? Er hat vor allem Weichkorallen. Ah ja, okay, ja, das habe ich ja schon fast gesagt, ist wahrscheinlich das Geilste eigentlich zum Start, dass man sich mit Weichkorallen beschäftigt, weil die ja eigentlich verhältnismäßig relativ einspruchslos sind, verhältnismäßig natürlich, und deswegen eigentlich auch einen guten Mix an Helligkeit, also die sind ja wohl da relativ anpassungsfähig, ne? Das ist alles, was ihr jetzt hier gerade seht. Erstmal brutal geil, ne, von den Farben her an der Stelle. Ja, ich finde es immer total schwer, wie sieht das jetzt gerade in echt aus, wie ist das mit der Kamera und der Color Correction und so, aber ich gehe mal davon aus, dass er das farblich versucht hat, so rüberzubringen, wie es vielleicht auch mit dem Auge direkt in Real Life aussieht, könnte ich mir schon gut vorstellen. Also ich habe ja jetzt auch schon ein paar gesehen mit Thomas zusammen und sieht aber schon sehr geil aus. Oh geil, diese Bewegung auch, das sieht ja auch absolut krank aus. Alter. Aber wie gesagt, Thema Licht machen wir auf jeden Fall nochmal ganz separat, weil das ist nochmal sehr komplex und da kann man noch wirklich viel. Aber dann frage ich mich, was kommt denn jetzt noch 12 Minuten lang, wenn das jetzt schon alles war und selbst das Thema Licht noch separat kommt? Was passiert denn jetzt? Viel zu sagen beim Thema Meerwasser. Ich habe jetzt hier in meinem Fall auch noch dauerhaft im Moment drüber den... Ja, du hast da hier so einen Duschkopf, ne, drüber gehangen. Den Amtra Borea 80 LED Lüfter. Ja, den Lüfter habe ich euch ja schon mal in einem separaten Video vorgestellt, nämlich da, wo ich euch die ganzen Lüfter vorgestellt habe. Schau mal oben rechts in der Ecke, da blinkt hier das einmal ein. Der Lüfter ist momentan einfach nur drauf, weil der Sommer ist noch nicht vorbei. Je nachdem, wie warm es wird, springt er an. Der ist ja temperaturgesteuert. Auch das Aquarium ist nicht weit weg hier vom Fenster, ne? So Helligkeit und so von draußen, das ist kein Thema. Temperatursonde sitzt hier hinter dem Abschäumer, einfach von innen am Becken. Und bei 26 Grad springt das Ding an und kühlt das Becken runter. Momentan habe ich hier 22 Grad drin, ist auch okay. Ist schon ein bisschen kühl für manche Sachen, also besser wäre eigentlich so 23, 24. Aber ich habe die Entscheidung gefällt, das Meerwasserbecken nicht extra zu beheizen, sondern das eben auch so zu betreiben wie die meisten meiner anderen Becken. Und eigentlich wurde mir da auch von allen Seiten recht gegeben, dass das geht. Aber natürlich muss man eben auch wieder auf seinen Besatz achten. Und Besatz im Meerwasser ist auch eben Koralle. Das heißt, das muss schon alles zusammenpassen und die müssen dann schon auch Temperaturen so von 21, 22 Grad vertragen können. Würde ich jetzt vom Bauchgefühl eher sagen, ich hätte lieber eine Heizung anstatt keine, weil ich hätte zu Hause auf jeden Fall deutlich mehr ein Problem damit, das Aquarium kalt als warm zu halten. Dachgeschoss warm im Sommer, sehr warm, und da kühle ich es lieber dann runter auf, wenn es geht, 26 Grad oder so, und habe es dann im Winter, pushe ich es dann hoch auf 26, so, das ist... Manche tun das nicht und da müsstest du das Becken dann natürlich separat heizen. Aber wenn wir es halt wirklich simpel halten wollen, was ich ja hier schon als Ziel habe, dann habe ich mich eben dazu entschieden, keinen Heizer einzusetzen, denn in meinem Fall, weil ich ja kein Technikbecken habe, müsste der Heizer halt auch ins Becken. Und ja, okay. Dann stelle ich mir trotzdem die Frage, warum nicht einfach ein Technikbecken?
Weil er hat ja auch gesagt, das ist ja jetzt sogar so relativ laut. Das ist ja schon mal nicht so geil. Sieht halt auch wieder scheiße aus. So, und einen kleinen Luxus habe ich mir gegönnt hier an technischer Ausstattung, der nicht zwingend nötig ist, der aber wirklich das Handling eines Meerwasseraquariums enorm vereinfacht. Jetzt bin ich sehr gespannt. Da gehen meine Ohren immer auf bei sowas. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist ein bisschen unklar, warum dieses Ding im Süßwasser noch nicht so krass Einzug gefunden hat. Denn das ist so ultra praktisch. Und zwar dieser kleine Schlauch, der da hinten rausguckt. Oh, jetzt sag mir nicht eine Dosieranlage, die kenne ich schon. Der gehört zusammen mit diesen beiden Sensoren, die hier sind. Ich meine, das ist so ein bisschen der Grund, warum es im Aquascaping keinen Anklang gefunden hat bisher, weil man hat zwei Sensoren im Becken und man hat einen Schlauch im Becken. Das ist eine automatische Nachfüllanlage. Ah, geil. Ah ja, okay. Ich habe hier im Unterschrank einen Osmose-Eimer, also einen Eimer mit Osmosewasser. Da sind so, weiß ich, 10 bis 13 Liter Wasser drin. Da hängt eine kleine Förderpumpe drin. Und dann gibt es dazu eine entsprechende Steuereinheit. Das ist der sogenannte Tunze Osmolator. Und dieses Gerät überwacht mittels dieser beiden Sensoren meinen Wasserstand. Das schmeckt. Das schmeckt dem Papa. Das finde ich gut. Sinkt mein Wasserstand, füllt diese Pumpe automatisch Osmosewasser durch diesen Schlauch nach, solange bis der Sensor hier sagt, jopp, ist wieder voll genug. Warum ist das wichtig? Das ist einmal wichtig für den Abschäumer. Denn damit dieser Abschäumer effektiv funktioniert, muss man den Wasserstand sehr genau anpassen auf die entsprechende Höhe dieses Einlaufs hier. Das heißt, du darfst keine große Schwankung im Wasserstand haben, weil ansonsten der Abschäumer nicht mehr richtig funktioniert, weil er dann zu wenig Wasser zieht oder zu viel Wasser zieht. Zweiter, viel wichtigerer Grund ist aber, diese Nachfüllautomatik vermeidet dichte Schwankungen im Salzgehalt. Das Meerwasser wird ja aufgesalzen bei der ersten Inbetriebnahme. Okay, und das Salz verdampft nicht mit und deswegen muss wieder neues Wasser rein, damit es nicht zu viel Salz verhältnismäßig wird. Ich verstehe. Eine große Menge Salz da rein und dann hast du eine entsprechende Salinität. In meinem Fall ist das zum Beispiel eine von 1025. Klar, hätte ich auch gewählt. Diese Salinität sollte möglichst konstant sein, denn dichte Schwankungen da drin machen den Korallen zu schaffen und bestimmte Tiere sind ultra empfindlich auf sowas. Bei Korallen geht das noch, aber gerade Tiere sind sehr empfindlich, was salzdichte Schwankungen angeht. Bei Korallen geht das noch, aber gerade Tiere sind sehr, meint ihr damit jetzt kurz Fische oder meint er jetzt Fische oder meint er Krebse und sowas halt alles? Ich glaube, er meint alles außer Korallen wahrscheinlich, ne? Wenn jetzt Wasser verdampft durch Verdunstung, ja, Wasser verdunstet, wie in jedem anderen Becken auch, das Salz verdunstet aber nicht mit. Das Salz bleibt im Becken. Das bedeutet, je mehr Wasser verdunstet, umso weniger Wasser habe ich im Becken bei gleicher Salzmenge und das bedeutet, meine Salzkonzentration steigt. Und das will man vermeiden. Und dafür ist diese Nachfüllautomatik da, der sogenannte Osmolator. Denn der vermeidet dadurch, dass er kontinuierlich wirklich kleinste Schwankungen sofort mit Osmosewasser ausgleicht, dass der Salzgehalt schwankt. Von meiner Seite aus, Daumen nach oben für den Osmolator. Feier ich. Wichtig ist halt, es darf auch nur mit Osmosewasser aufgefüllt werden, wo halt nichts drin ist, damit eben, wie gesagt, das Salz auch das einzige ist, was die Salinität im Becken beeinflusst. Aber so kann ich eben konstant, egal wann, egal wie, egal wo, eine saubere Salinität bereithalten für meine Tiere, dass es da eben keine Schwankungen gibt. Alles für die Salinität. Man muss aber natürlich auch sagen, das ist trotzdem in gewisser Weise Luxus, denn ich könnte auch einfach jeden Morgen hergehen und da entsprechend so ein bisschen nachfüllen. Tobi, du weißt es selber, das nervt. Das nervt mich, Tobi. Man könnte dann vielleicht eine kleine Markierung irgendwo machen, dass man sagt, okay, wenn das da drunter sinkt, füllt die... Ach, Tobi, das nervt. ...nach. Und so kann man das sicherlich auch manuell lösen, aber natürlich ist so eine automatische Steuereinheit schon was Feines, wenn ich mich eben nicht mehr manuell darum kümmern muss. Natürlich muss man natürlich das Nachfüllbecken unten selber natürlich auffüllen, das ist klar. Aber fassen wir mal zusammen. Wenn du ein Nano-Meerwasserbecken einrichten willst, und das ist eine wichtige Unterscheidung, denn nur für Nano gilt das jetzt hier. Wenn du ein Nano-Meerwasserbecken einrichten willst, dann brauchst du zwingend eine Strömungspumpe. Das muss erstmal sacken gelassen. Das musst du erstmal sacken lassen. Und eine Lampe natürlich. Aber das war's. Wenn du. Krank, ne? Strömungspumpe und Lampe. Und dann denkt man immer so, oh nee, Salzwasser-Aquaristik, weiß ich es aber ehrlich gesagt nicht. Aber das ist natürlich nicht alles, klar. Wenn du dich dann mit deiner Korallenauswahl und deiner Fischauswahl einschränkst und an diesen Bedingungen orientierst, dann kannst du mit so wenig Technik ein Meerwasser-Aquarium betreiben. Du bringst dann Nährstoffe und Spurenelemente und das Ganze bringst du dann einfach durch einen wöchentlichen Wasserwechsel ein, wie im Aquascape auch. Und das mache ich hier übrigens auch. Ich mache in diesem Becken wöchentlich Wasserwechsel, aber nicht so groß wie im Aquascape, sondern hier werden
werden wöchentlich 20 Liter rausgenommen, also ein Fünftel, 20%, und werden dann durch frisches, aufgesalzenes Meerwasser ersetzt. Das mache ich also auch, weil ich eben keinerlei Filter hier im Becken habe. Bei einem kleinen Becken ist es aber eben auch so, dass es, ja, es ist ein bisschen witzlos, wenn ich hier einen 30 Liter Meerwasser-Cube betreibe und habe dann im Unterschrank einen 100 Liter Technikbecken. Ja, ne, da stimmen halt die Proportionen nicht. Und hier, also das ist sein Thema, deswegen hat er kein Filterbecken, weil er findet, das ist irgendwie unverhältnismäßig. Warte mal, hat er gerade gesagt, dass das Filterbecken viel größer ist dann als das Hauptbecken? 30 Liter Meerwasser-Cube betreibe und habe dann im Unterschrank einen 100 Liter Technikbecken. Muss das Technikbecken denn so groß sein? Warum redet er denn von einem 100 Liter Technikbecken? Warum ist das nicht einfach halb so groß wie das da oben? Reicht das dann von der Größe nicht? Wie kommt das, dass er davon ausgeht, dass das unten so groß ist? Nee, muss es nicht. Da muss eigentlich nur Abschäumer und Heizung rein und die Pumpe, die es wieder nach hoch drückt. Aber wie kommt es denn dann, dass er davon ausgeht, dass das Filterbecken unten so groß ist? Ja, ne, da stimmen halt die Proportionen nicht. Und hier jetzt genauso. Ich habe hier dieses 100-Liter-Becken. Ich habe keinen Platz noch für so ein Unterbecken oder Technikbecken oder was weiß ich. Das ist mir alles zu viel Aufwand. Aber du kannst es doch einfach unter das Aquarium packen, oder nicht? Also ich meine, ich verstehe das schon. Es ist schon cool, das so minimalistisch zu halten. Und ich übe jetzt auch gar keine Kritik, dass es nicht gemacht hat. Es ist so einfach voll easy und voll die coole Lösung eigentlich. Aber ich finde es jetzt auch nicht total abwegig, sich ein kleines 30-Liter-Aquarium dann da unten drunter zu stellen. So wie ihr es in den Chat schreibt, kann man anscheinend ja auch einfach nur ein 30-Liter-Filterbecken nehmen. Weil ich möchte dieses Meerwasser-Aquarium vom Handling her so einfach wie möglich haben und so nah wie möglich am Aquascaping angelehnt. Und das habe ich so erreicht. Ich habe die Strömungspumpe drin, ich habe den Abschäumer drin und ansonsten mache ich damit Wasserwechsel. Jede Woche, wie bei allen meinen anderen Becken auch, und mehr mache ich nicht. Ich muss ja noch nicht mal das verdunstete Wasser auffüllen, weil sich da die Nachfüllautomatik drum kümmert. Ich muss nur alle 2 Wochen mal gucken, wie leer der Eimer da unten geworden ist und da mal frisches Osmosewasser reinfüllen. Aber ansonsten ist der technische Aufwand und der Pflegeaufwand für dieses Becken wirklich gering. Also minimalste Grundausstattung für ein Nano- und Meerwasserbecken, Strömungspumpe, Licht. Was ich dir empfehlen würde, wenn das Becken etwas größer wird und vielleicht auch Fische reinkommen, würde ich dir empfehlen, das Ganze noch zu ergänzen durch einen Abschäumer oder aber zumindest durch einen Skimmer, der die Oberfläche ein bisschen absaugt. Weil das ist schon praktisch, da sammelt sich im Meerwasser doch deutlich mehr an der Oberfläche als im Süßwasser-Aquarium. Das wäre sozusagen eine erste Ergänzung, die man machen kann. Dann zweite Ergänzung für die Faulen, eine Nachfüllautomatik. Sehr, sehr geiles Ding, aber ne, man kann es auch manuell machen, wenn man unbedingt möchte. Filter und Filterbecken, nochmal komplett anderes Thema, kann ich aber ehrlich gesagt auch nicht so viel zu sagen, weil ich eben mit Filterbecken keine Erfahrung habe. Du kannst aber, wenn du ein Filterbecken fährst, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, ich habe mich damit auch schon auseinandergesetzt, du kannst halt einen Großteil der Technik, die ich jetzt hier im Becken habe, im Filterbecken versenken. Ja, ist doch gut. Die Nachfüllautomatik füllt dann zum Beispiel das Filterbecken nach. Ja, ist doch gut. Der Abschäumer sitzt im Filterbecken. Das ist doch ein Traum. Ja, das heißt, du kriegst die komplette Technik vom Meerwasser-Aquarium sozusagen raus und kannst sie ins Filterbecken verlagern. Und ja, aber was will man mehr? Außer natürlich die Strömungspumpen, ne? Im Becken selber ist dann nur noch die Strömungspumpe. Das ist einer der Vorteile. Anderer Vorteil ist natürlich großes Filtervolumen im Unterschrank. Du kannst da ein relativ großes Becken hinstellen. Du kannst dort halt wirklich dann mit Filtermaterialien arbeiten, ohne sie im Becken haben zu müssen, wenn du halt bestimmte Sachen machen musst. Also Phosphatentferner, Nitratentferner, Aktivkohle, was auch immer. Aber das sind halt alles Sachen, die musst du nicht zwingend haben, wenn du ein sehr einfach aufgebautes, kleines Nano-Meerwasserbecken einrichtest. Aber das wundert mich echt krass. Also ich kann Tobi da verstehen, dass er das gerne so simpel hält. So, da sind wir uns auch total ähnlich. Aber ich dachte tatsächlich, er setzt Optik über alles. So, das dachte ich, wäre immer so sein Hauptding. Und dann wäre es auf jeden Fall logischer, dass er das mit einem Becken, mit einem Filterbecken macht. Hätte ich jetzt ihm gar nicht zugetraut, dass er es so macht. Ich glaube, ich würde mich dann, aber da müsste ich mich natürlich nochmal mehr mit auseinandersetzen. Klar, das Wasser muss erstmal wieder eingesaugt werden, das muss oben wieder hochgepumpt werden und so weiter. Aber vom Bauchgefühl jetzt erstmal würde ich mich wahrscheinlich eher für so ein Filterbecken entscheiden, weil ich hätte das eigentlich optisch lieber raus da oben. Ja. Wenn du ein großes Becken einrichtest mit ordentlich Fischbesatz, dann ist Filtermaterial durchaus wichtig, weil dann muss das alles kompensiert werden, was aus den Fischen rauskommt, was die Korallen dann vielleicht nicht aufgenommen kriegen. Das muss irgendwie raus aus dem Wasser und da muss man dann schon ab und zu auch mit Filtermaterialien arbeiten. Da muss man aber vor allem dann auch noch mit ganz anderen Geschichten arbeiten, je nachdem, was für Korallen da drin ist. Wenn das ganze Becken voll ist mit SPS-Steinkorallen, dann muss zum Beispiel auch noch ein Calciumreaktor ins Becken oder zumindest irgendeine Kalkquelle. Okay.
Das hatten wir ja eben auch noch ein bisschen anders gehört, dass nicht unbedingt ein Kalkreaktor, beziehungsweise der Kollege, der auf unser Video reagiert hat, hat gesagt, Kalkreaktor würde er erst vielleicht ab 500, aber wahrscheinlich eher noch erst ab 1000 Liter einsetzen. Also er hat aber auch gerade gesagt, es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, irgendwie da eine Kalkquelle irgendwie zu schaffen. Ja. Muss noch mit rein, wo halt Kalk zugeführt wird. Dann reden wir über Versorgungssysteme, wo wir halt verschiedenste Mineralien und Nährstoffe in den Becken zugeben. Das sind alles Sachen, die will ich mit diesem Becken gar nicht machen, sondern ich werde darauf achten, dass das möglichst einfach besetzt bleibt. Ich werde darauf achten, dass da keine Tiere und keine Korallen drin sind, die besondere Ansprüche stellen, weil ich will das Handling so einfach wie möglich haben und ich will hier nicht mehr mitmachen als Wasserwechsel. Und zwar Wasserwechsel. Ich will nicht mal Wasserwechsel machen. Das werfen mir dann immer alle vor. Du hast nicht mal Bock auf Wasserwechsel. Warum willst du das überhaupt machen? Das gehört zu dem Hobby mit dazu. Ja, also bei mir ist aber auch ganz krass verankert in mir, dass ich Automatismus und so weiter halt liebe. Und ich liebe alles, was da drin passiert, das zu beobachten und so weiter. Und auch natürlich damit, aber ich mag viel mehr, ein Gesamtkonzept zu planen. Und das ist dann für sich ein für sich schlüssiges System, was funktioniert und so automatisiert ist. Das steckt halt in mir drin. Das hat nichts meiner Meinung nach mit der Liebe zum Hobby zu tun. Mit einem guten Salz, was dann natürlich Nährstoffe mit reinbringt. Aber das war's. Ich werde das Becken nicht düngen. Ich werde kein Versorgungssystem verwenden, sondern ich werde nur Wasserwechsel machen. Das ist also eine Möglichkeit. Also da geht tatsächlich auch die gleiche Strategie wie das, was mir gesagt wurde. Wie du ein wirklich einfach zu handhabendes kleines Meerwasseraquarium aufsetzen kannst. Aber ganz, ganz wichtig, das ist mir sehr, sehr wichtig, das zu betonen, das ist wirklich nur die absolute Spitze des Eisbergs. Du kannst dich in so einem Meerwasseraquarium, was Technik angeht, noch viel krasser austoben als im Süßwasser. Es gibt da unendliche Möglichkeiten, vor allem wenn du eben in Betracht ziehst, ein Technikbecken im Unterschrank zu haben. Aber der Einfachheit geschuldet, glaube ich, ist das ein guter Weg, wie du in die Meerwasseraquaristik reinkommen kannst zuallererst. Und natürlich ist das Video noch nicht zu Ende. Ich muss echt aufpassen, dass Olig schreibt gerade in den Chat, warum muss man ein Filterbecken einsetzen und kann nicht einfach mit einem Außenfilter arbeiten? Also warum ein ganzes Extrabecken? Das ist echt eine Frage, die ich mir auch stelle. Also jetzt haben wir natürlich herausgefunden, klar, allein mit dem Wasser auffüllen ist es geiler, mit einem externen Becken zu arbeiten, weil das Wasser dann unten aufgefüllt wird. Das heißt, dieses ganze Nachfüllen, das läuft ja dann nicht mehr übers Aquarium oben, sondern unten. Das würde natürlich mit dem externen Filter nicht funktionieren. Das heißt, das ist schon mal cool, dass man das dann im Unterschrank verbauen kann. Aber Costa Force schreibt auch, Außenfilter geht nicht, weil du nichts einbringen kannst, fungiert auf Vakuum und nicht so. Ich habe es nicht 100% gecheckt, aber hauptsächlich, ach genau, auch der Außenabschäumer ist hässlich. Ja, also irgendwie braucht man nochmal ein Becken, weil man da einfach viel mit dem offenen Wasser arbeiten muss, dass man nochmal was einbringen kann, dass man da den Abschäumer irgendwie nochmal reinpackt und so, ja. Es ergibt anscheinend einfach ein bisschen mehr Sinn, dass man da dran arbeiten kann an dem Wasser, was da unten durchläuft. Checkt auf jeden Fall den Kanal hier vom Aqua Owner ab. Immer wieder ganz gut. Ich habe aus irgendwelchen, weiß aber nicht, wie seriös das ist, irgendwie so halb aus der Aquaristik-Szene gehört, dass er wohl auch den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Wie gesagt, er ist jemand, der sich auch erst seit neuestem verhältnismäßig mit dem Thema Meerwasser-Aquaristik auseinandergesetzt hat und da noch nicht so viele Erfahrungen hat, sondern sich da, glaube ich, gut eingelesen hat. Das traue ich mir auf jeden Fall zu. Aber grundsätzlich ist es immer, das merke ich auch nochmal bei der Süßwasser-Aquaristik, kann man schon wirklich sagen, wenn du jetzt wirklich ein paar Jährchen schon dabei bist, dann hast du schon deine Erfahrung gemacht und in der Regel, wenn du aktiv dabei bist, auch nochmal einen ganz anderen Wissensstand. Also fürs Erste war es jetzt auf jeden Fall cool, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal viel mitgenommen, schaut auf jeden Fall, wie gesagt, gerne auch beim Tobi da, beim Aqua Owner vorbei. Gerade für die ersten Infos finde ich das immer sehr, sehr informativ auf jeden Fall. Man hat also bei einem, ich habe halt immer mehr das Gefühl, bei einem Meerwasseraquarium ist es so, man arbeitet mehr an dem, was gerade schon da ist. Also du hast was im Wasser, willst es raushaben, das heißt, du nimmst irgendein Filtermedium, was das rausfiltert. Bei einem Süßwasseraquarium ist es so, ich mache das ganze Wasser raus oder 50% oder vielleicht sogar 80, pack Neues rein und meine Werte sind wieder schon mal so ganz woanders. Und ich habe das Gefühl, bei dem bei der Meerwasseraquaristik ist das mehr so, ich arbeite an meinem bestehenden Ding, so dass das ist jetzt ein Kreislauf und ich will was raushaben, dann filter ich es raus. Ich will was reinhaben, dann mache ich Zusätze rein und so. Das ist so, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ganz geil.